Freunde, der Tag ist gekommen. Mit 997 Monden machen wir uns auf zur letzten Prüfung, die Super Mario Odyssey noch zu bieten hat. Hier noch einmal im Schnelldurchlauf alle Welten, die wir erlebt haben und schon zu 100% abgeschlossen haben. Es fehlt nur noch die beängstigende, stockfinstere Seite des Mondes. Let's go! Ich weiß ja, wie gesagt, schon in etwa, was mich erwartet. Es ist mal wieder ein, ja, relativ schwieriges Abschlusslevel, wie man es schon aus den meisten anderen 3D-Mario-Games kennt. Erst zuletzt in Super Mario 3D World haben wir so eins bekommen. Das war auch nicht einfach. Ganz, ganz bekannt ist auch das... Oh, cool. Ganz, ganz bekannt ist auch das Level aus Super Mario Galaxy 2, das man dann für den allerletzten 242. Stern sogar mit einem Leben nur überstehen musste. Oder auch dieses... Ja, meiner Meinung nach furchtbar designte Level aus Super Mario 3D Land. Nanu, was machen denn nur alle diese Leute hier? Ich habe keine Ahnung. Ich wundere mich ehrlich gesagt auch gerade ein bisschen. Was geht denn hier ab? Ich dachte, das ist ein ultraschweres Level. Oder haben mich alle Leute verarscht? Ist das hier nur so ein Chill-Level? Als ob. Vor allem, was ist das da hinten? Oh. Einer langen Reise Ende. Ja. Und da haben wir den letzten noch fehlenden Multimond. Aber was das für ein Gebäude ist? Kein Plan, Mann. Aber es sieht so aus, als werden wir hier nochmal gut eingestimmt. Mit diesem wunderbaren Lied von Pauline. Und ermutigt von all den Bewohnern, die wir in den ganzen Welten begegnet sind. Das finde ich ja klasse, dass ihr nochmal hier vorbeischneit und mir viel Glück wünscht. Oh, süß. Da kann doch eigentlich nichts schief gehen, oder? Bei so einer Unterstützung. Ah, und da ist Pauline. Es spielt also nicht nur die Musik hier, sondern sie ist auch persönlich da. Los, Mario, spring! Wuhu! Was ist das da hinten? Tresor? Nee, Box. Yesi! Odyssey! Yesi! Ja dann! Lasst uns mal keine Zeit mehr verlieren! Stellen wir uns der Prüfung hier auf der stockfinsteren Seite des Mondes. Aber warte mal. Mit dem Frosch kann ich nicht so gut umgehen. Da will ich mal lieber ganz genau planen, wo ich lande. Okay. Das hat schon mal ziemlich gut funktioniert. Oh, jetzt muss ich von hier oben darüber. Ah, nee, doch nicht. Ja gut. Dann ist das ja schon mal ein... Lass mich in die Röhre, Mann! Lass mich da rein! Hallo! Jetzt, komm, ist doch Platz für uns beide da. Ne, ich hab mich schon gefragt, was geht ab? Oh, okay. Jetzt beginnt das Level. Na endlich, wir haben wieder unser normales Gewicht. Ja, aber ob ich mich darüber freuen soll, weiß ich nicht so recht, wenn ich das hier so sehe. Das sieht schon nicht ganz so easy aus. Und auch hier in diesem Level spielt eine wunderbare Mucke. Also, das finde ich ja richtig geil, dass wir hier, auf der stockfinsteren Seite des Mondes die beiden besten Tracks aus Mario Odyssey hören. Zumindest meiner Meinung nach. Einmal eben hier dieses Main-Theme. Und dann noch Paulines Song. So, was mich jetzt allerdings etwas... Okay. Fragend zurücklässt ist... Was ist mit dem hier? Alter, bin ich schlecht.
Hat sich jetzt hier schon am Anfang ab, oder was? Im Kampf gegen diesen komischen Spinner. Naja, dann mache ich es halt anders. Ich glaube, man soll das eigentlich mit dem Gumba-Turm machen, aber... Das scheint mir wohl zu einfach zu sein. So geht das nicht. So, jetzt kriegst du. Ich weiß auch gar nicht wirklich, muss man dieses Ding hier besiegen? Weil es sieht so aus, als könnte ich auch einfach weiterlaufen. Aber ich mach's einfach mal, weil der Typ hatte bis jetzt immer einen Mond parat. Da wir aber schon wissen, dass es nur noch einen Multimond gibt, vermute ich jetzt einfach mal, dass der hier vielleicht sogar ein Königsherz droppt, oder? Ja, Tatsache! Und Euda, das habe ich auch bitter nötig. Guck dir das mal an. Es ist nicht wirklich gut losgegangen. Aber hey, ich kann mich ja noch steigern. Moment, die Musik ist ein bisschen zu laut. Schauen wir mal. Um was geht's denn hier genau? Okay, ja, ja, sowas habe ich mir schon fast gedacht. Als ich das von hinten gesehen habe mit den Säulen. Aber wenn wir mit den Gittern da arbeiten, dann können wir die gegenüberliegende Säule etwas entlasten und kommen relativ easy darauf. Ja. Ist da noch was? Nö, glaub nicht. Selbst wenn, was soll da schon sein? Herzen brauche ich keine. Hat sich das gerade bewegt? Oh ja. Oh, oh, okay. Schaut so aus, als müsste man hier schnell mit Schwung rüber. Oh my goodness! Und man hat kaum Spielraum. Oh, oh. Ich habe ein mieses Gefühl bei der ganzen Sache, du. Und jetzt, was soll das hier? Ich habe ja nichts gegen Wellen. Als Kind bin ich im Meer immer am liebsten gebadet, wenn gerade Sturm war. Weil ich es einfach geliebt habe. Eigentlich immer noch liebe. Gegen diese Wellen anzukämpfen, körperlich. Das hat mir irgendwie voll den Adrenalinschub gegeben, weiß auch nicht. Aber Wellen aus Beton? Ist nicht ganz so mein Ding. Ist natürlich jetzt echt blöd, dass ich da in die Lava gefallen bin, weil dadurch haben wir das Königsherz auch direkt wieder verloren, ne? Ja gut, aber dass es im ersten Versuch nicht hinhaut, das ist ja irgendwie auch klar. Was wollen die jetzt von mir? Soll ich da wirklich von Loch zu Loch springen oder muss ich da noch was mit der Tomate machen? Weil die ist ja auch nicht nur Deko, oder? Vor allem, was ist das hier für ein krankes Timing? Ja, Mann! Ich habe, glaube ich, keinen guten Tag erwischt, ne? Oh ja, oh ja. Das Level... Wenn das... Nein... Wenn das arg lang ist, dann wird es ganz, ganz brenzlig. Ich hoffe, man bekommt noch mehr Herzen auf dem Weg, wie hier am Anfang. Weil dann wäre es zumindest einigermaßen fair. Aber Checkpoints wird es bestimmt keine geben, oder? Die gab es eigentlich nie in diesen ultra schwierigen Finalleveln. Und so wird es auch diesmal wieder sein, da bin ich mir ganz sicher. Ja, aber solche Level sind eigentlich meistens Trial and Error. Ja, du probierst es halt einmal aus und dann lernst du das. Das ist ein reiner Lernprozess. Und ihr kennt mich. Beim ersten Versuch, wenn ich ein bisschen eingeschüchtert bin, bin ich immer schlecht. Ja, wenn ich nicht wirklich weiß, was auf mich zukommt, dann ist mein erster Versuch eigentlich immer relativ gut. Die nachfolgenden aber kacke. Deswegen habe ich es lieber so, dass ich am Anfang beschissen bin und dann wahrscheinlich hintenrum besser. Ach, und jetzt ändert sich die Musik sogar. Das ist doch die Wüstenlandmucke, oder? Ah, hier, siehst du, da ist ein Herz. Habe ich doch mir fast gedacht, dass da hinten noch was sein könnte. Sehr schön. Wow, aber wenn das jetzt echt so abläuft, dass sich pro Bereich die Mucke ändert, dann kann man daraus schließen... Oh, was geht ab? Oh, 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 oh.
Da kann man daraus schließen, dass es für jede Welt quasi einen Bereich gibt. Zwar ist die Aufgabe nicht thematisch an diese Welt angelehnt, aber die Musik spielt halt. Und wenn das so ist, dann ist das Level brutal lang. Warte mal, was ist da oben? Ist da was? Ja. Ah, oh, komm schon. Come on, ich will wissen, was das ist. Vielleicht habe ich ja Glück, dass es wieder ein Königsherz. Warte mal, ich glaube, ich springe aus der Verwandlung raus. Na komm, hey. Ist das gerade wirklich passiert? Alter, was habe ich denn heute für ein Problem? Ich glaube, ich habe mir den schlechtesten Tag für diese Prüfung ausgesucht. Kann das sein? Oh nein! Und ich komme jetzt nicht mal mehr weiter? Ach doch, warte. Na, obwohl. Wenn ich den Mieswurzel noch brauche, dann habe ich jetzt echt ein Problem. Oh shit. Oh shit. Ich wollte den nicht umbringen. Brauche ich den noch? Oh. Was geht ab? Eiskaltes Wasser. Warum? Und Fuzzies. Wenn das so knapp bemessen ist wie mit diesen Stangen vorher, dann darf ich mir hier nichts leisten, du. So, jetzt ist der Moment gekommen. Rollen, 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 rollen! Ach so, oh, ist ja easy sogar. Da hätte ich jetzt gedacht, dass es noch viel, viel knapper bemessen wäre. Yoshi? Yoshi ist am Start! Na gut, ob ich mich da jetzt wirklich drüber freuen sollte, ich weiß nicht, weil... Ach du Scheiße. Ja, ja. Ich habe nämlich gerade an das Finale-Level von Super Mario Galaxy 2 denken müssen. Da war er ja auch dabei und, naja, er hat eine ziemlich schwierige Passage bekommen. Zumindest, wenn man das Level blind gespielt hatte, musste man da erstmal ein bisschen üben. So, und was wollen sie jetzt hier? Von Seite zu Seite springen, ne? Ja, okay. Ja, ja, okay, 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 okay. Oh, 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 man muss die Flugbahn ein bisschen berechnen, weil der springt so nach oben, der Yoshi. Oh! Damn! Ich bin da zweimal durchgekommen, ohne irgendwas zu machen. Aber es hat geklappt. Ja, und jetzt rüber. Nice, Mann. Okay, was kommt jetzt? WTF, da vorne ist Günther Sphinx. Oh, shit. Jetzt geht's aber richtig ab. Ich sehe das schon. Jetzt kommen diese Generatoren mit den Energiewellen, ne? Hä? Was? Die sind still? Ist das ein Bug? Oder muss ich die manuell auslösen? Warum sollte ich das tun? Ach so, vielleicht wegen den Felsen hier. Ah, ja, okay. Ja, gut, aber brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Mit Yoshi kann man doch hochspringen. Lol. Also hier konnte man sich jetzt eigentlich gut durchcheaten. Und ja, ich habe das Herz gesehen, aber ganz ehrlich, ich habe mir das jetzt nicht zugetraut, da hochzuspringen. Ich merke, ich habe heute nicht den besten Tag. Da komme ich nicht rauf, du. Das wäre mit Sicherheit schief gegangen. Günther Sphinx, was machst du hier? Kann man bei dir vielleicht unter Umständen auch ein Herz gewinnen? Spricht er nur mit Mario oder was hier los? Tatsächlich. Er will mit Yoshi nichts zu tun haben. Sei gegrüßt, Reisender. Ebenso sei deine Kopfbedeckung gegrüßt. Vermagst du, meine Frage zu beantworten? Welches ist das einzige Land, das ich, die überragende Sphinx, noch nicht bereist habe? Oh, das ist machbar. Im Forstland war er am Start, ja. Direkt am Anfang. Wüstenland safe. Und im Küstenland am Grund des Meeres, ne? Dementsprechend ist Pilzkönigreich die richtige Antwort. Ziemlich sicher. Ja! Geber der richtigen Antworten, nimm dies mit auf deine weitere Reise. Yes! Ein Königsherz, wie geil!
Es war meine Hoffnung, aber wirklich dran geglaubt habe ich jetzt nicht. Geilomat! Oh, kommt jetzt gleich der Segelmandler ins Spiel? Sieht zumindest so aus. Alter, aber musikalisch können wir ja ableiten, wie weit wir sind. Und jetzt spielt gerade mal die Musik des Forstlands. Wir haben also noch übelst viel vor uns. Und was geht jetzt hier ab? Oh nein! Muss ich Yoshi jetzt abgeben? Ja. Verflixt. Man, was soll das? Ja, was jetzt? Muss ich da oben drauf stehen oder darüber gehen? Weil ich glaube, da hat sich gerade was bewegt. Kann das sein? Ja, tatsächlich. Chill! What the fuck? Oh mein Gott, das scheint mir so ein Schieberätsel zu sein. Und wir müssen immer an der richtigen Stelle stehen, versteht ihr? Ansonsten werden wir in der Lava gebadet. Boah, nee, ey. Warum fährt das nach oben? Das muss doch auch einen Grund haben. Vor allem, kann man das nicht irgendwie so machen, dass man da oben steht währenddessen? Müsste doch gehen, oder? Ja, irgendwie so. Oder geht es nicht? Ich finde es halt seltsam, warum fährt das so nach oben? Oder von hier? Hä? Und dann tut sich da nichts? Okay, das fährt irgendwie nur, wenn wir draufstehen oder davor. Ja gut, dann halt nicht. Ich habe die Befürchtung, dass das jetzt richtig assi wird. Oh, scheiße. Und wie? Alter, ja, ich sehe schon, was hier abgeht. Wandsprung und dann, was jetzt? Was wollt ihr jetzt? Was wollt ihr jetzt? Hallo? Ach, wieder hoch, oder was? Alter Schwede, what the hell? Haben die einen Arsch offen? Aber ich bin durch! Ich bin durch! Wow! Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Weil das sah richtig beknackt aus. Aber du kannst doch da auch irgendwie rauf, oder? Erzähl mir doch nichts, ich sehe das doch. Ich glaube, dass man irgendwie auch diesen Aufzug da betätigen kann, wenn man draufsteht. Mario hat doch die Möglichkeit, auch die Cappy so nach unten zu schmeißen. Ich habe das nur irgendwie nicht hinbekommen. Also theoretisch könnte man da jetzt auch so raufspringen. Aber das Risiko, dass ich mich an der Wand anhaue und runterfalle, das ist mir jetzt ehrlich gesagt zu groß. Ich mache einfach mal weiter. Aber man sieht da oben auch nichts, ne? Nur diese komische Steinwand. Aber das wirkt höchst suspekt auf mich. Egal, machen wir weiter. Jetzt kommt der Segelmann da. Wahrscheinlich müssen wir schütteln, weil so verlieren wir kaum an Höhe. Oh, oder auch nicht, weil währenddessen habe ich kaum Kontrolle irgendwie. Und fliege in die Moskitos. Alter, was geht? Ich lasse mich so billig treffen von denen. Das gibt's doch nicht. Oder wir schütteln und fliegen einfach an dem ganzen Scheiß vorbei. Stimmt, warum komme ich erst jetzt auf die Idee? Ah, super. Zwei Leben hergeschenkt. Aber dann weiß ich's fürs nächste Mal. Ach, und das war jetzt der Abschnitt des Lost Kingdoms? Ernsthaft? So kurz nur? Oh, geil! Und es kommt offensichtlich doch nicht jede Welt dran, weil jetzt spielt schon Luncheon Kingdom Musik. Und das heißt, wir sind eigentlich schon relativ am Ende. Und ich frage mich gerade, ehrlich gesagt, warum bin ich gelandet? Ich hätte doch theoretisch auch einfach weiterfliegen können. Und dann hätte ich mir den Shit hier ersparen können, oder? Weil ich hatte doch eigentlich die nötige Höhe. Oh, verdammt. Ja gut, aber wir wollen ja nicht cheaten. Aber ich glaube, nur als Tipp für euch, dass man da auch einfach weiterfliegen kann.
So, was jetzt? Geh mal bitte weg, Segelmanda. Ich danke dir für deine Hilfe. Ja, Das ist jetzt schwer, weil ich irgendwie nicht sagen kann, was genau passieren wird. Wie weit fliege ich denn? Knapper ging's gerade nicht, ne? Ui, der Schwede. Das ist extreme Timingssache. Nein! Nein, Mann! Nein, 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 nein! Was? Ich hab doch gar nichts mehr betätigt gehabt. Jetzt alles von vorne, oder wir? Oh, Jesus, no. Fuck. Was ein Drecksfehler. Vor allem, weil wir das alles hergeschenkt haben im Prinzip. Vorher schon mit dem Segelmanda. Hätte ich die zwei Leben noch gehabt, ne? Dann hätte ich sogar die Lava wegtanken können, aber so. Oh, ist das ärgerlich! Das war ja auch noch die letzte Gabel! Und ich weiß nicht, wieso sie mich nochmal weggeschleudert hat. Ich habe echt nichts betätigt gehabt. Aber gut, es reicht wahrscheinlich so ein minimaler Input und dann war es das. Vielleicht war es auch der minimalistische Luftzug hier. In diesem Raum, der den Controller so einen Nanomillimeter, wenn es das überhaupt gibt, bewegt hat. Und ja, das hat dann halt den Ausschlag gegeben, ne? Boah, scheiße. Aber ich fand das jetzt für den ersten Versuch eigentlich ziemlich gut. Erst recht, wenn man diesen rachial beschissenen Start bedenkt. Wo ich ja echt schon dachte, boah, das wird eine Katastrophe. Oh, gib mir doch das blöde Königsherz, Junge. Ich habe mich, wie versprochen, gesteigert. Da kann man jetzt nichts gegen sagen, ey. Aber es müssen auch immer die lamen Fails sein, einfach. Das ist traurig. Ja gut, auf ein neues. Hier wird auch nichts geschnitten, weil das Ganze soll ja schließlich als ein finaler Versuch zu sehen sein. Und ganz ehrlich... Es gibt zwar vereinzelt schwierige Stellen, aber so ultimativ schwierig finde ich's jetzt nicht. Und wir müssten ja eigentlich schon gegen Ende irgendwo rumgegurkt sein, ne? Kann schon sein, dass da noch ein Raum kommt, der die Tränen... Was war das jetzt? Der die Tränen in die Augen treibt, aber von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, muss ich sagen, ist schon machbar. So, da ich dieses eine Leben jetzt aber gerade hergeschenkt habe, muss ich es hier wieder wettmachen. Ja, das sieht gut aus. Auf jeden Fall besser als beim ersten Versuch. Sehr schön. Dann hier die Wellen waren kein Problem. Einfach immer schön mit dem Long Jump auf die nächstgrößere springen. Man kann ja auch immer noch mit Cappy berichtigen, falls irgendwas sein sollte. Ja, also das ist easy. Dann hier... Habe ich so meine kleinen Problemchen. Aber auch eher deswegen, weil ich manchmal das nicht hinkriege, mit dem Hothead Speed aufzunehmen. So, hier in den Tümpeln zu landen, das ist Übungssache. Aber das habe ich jetzt mittlerweile scheinbar im Blut. Das klappt wunderbar. Ja, okay. Ich glaube, diese Tomate ist nur dazu da, damit man sich so ein Checkpoint oder sowas einbauen kann. So, oder vielleicht, dass man da tricksen kann einfach. Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall könnte man ein zusätzliches Feld erschaffen. Ne, rein theoretisch. Okay, dann holen wir uns hier hinten jetzt mal ganz schnell das Herz, bevor wir uns mit Mieswurz nach oben manövrieren. Ach ja, da fällt mir gerade auf, dass hier so ziemlich jede Verwandlung und jede Idee nochmal aufgegriffen wird. Und sollte das so sein, muss ich sagen, dass ich tatsächlich nochmal ein bisschen Angst bekomme, weil
Wenn es einen Abschnitt mit Peak-Mats gibt, dann könnte das Fails geben. Ich komme mit denen ja leider nicht zurecht. Oh, 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 oh. Die Stelle ist auch nicht so ganz leicht. Ne? So, vielleicht kriegen wir es jetzt aber wenigstens mal hin, rauszufinden, was da oben in diesem Question-Block ist. Och, nö. Na gut, wenigstens nur ein Gegentreffer. Und dann ist es nur ein normales Herz. Na gut, dann hat sich das wenigstens ausgeglichen. So, den Mieswurz hast du ja im Prinzip nicht mehr gebraucht, ne? Du sollst ihn, glaube ich, hier zwar noch verwenden, um genau diese Plattform runterzudrücken, aber ja, man kann auch einfach außen rumspringen. Habe ich ja vorhin machen müssen. Also das ist jetzt nicht allzu dramatisch. Hier kommt man ja auch mit dem Wandsprung hoch. Also da brauchst du Mieswurz nicht mehr für. So, dann hier. Warten bis zuletzt und rollen, rollen, rollen. Kommt man auch da durch? Ja, also ich finde es eigentlich bis zu dieser Stelle, wo man versucht, mich in die Lava zu schmeißen, relativ machbar. Und wie gesagt, da muss man eigentlich auch irgendwie tricksen können. Ich glaube, das versuche ich jetzt. Weil ich spüre, dass da oben irgendwas ist. Das kannst du mir nicht erzählen. Das sieht so krass auffällig aus. Vielleicht sieht man ja auch von Weitem etwas. Da muss ich mal drauf achten. So, und hier sind wir vorhin durchgekommen, ohne nochmal die Position zu wechseln. Klappt das nochmal? Ja. Selbst wenn nicht, hätte ich mich auch treffen lassen können. Das wäre nicht so dramatisch gewesen. Weil wir ja ein Königsherz von Günther Sphinx bekommen können. Wollte ich sagen, und dann fiel ich plötzlich runter. Weil ich dachte, man könnte auch mit Y darüber springen, aber nein, geht nur mit B. Na gut. Dann weiß ich jetzt auch das. Ist in Ordnung. Ja, alles gut. Bin dann lieber nochmal aus Yoshi rausgesprungen, für den Fall, dass wir da an allem komplett vorbeispringen, weil ich konnte mich auch nicht mehr bewegen, seltsamerweise. Das war mir zu tricky. So, und was ist jetzt hier? Also, ja, ich glaube, man kann diese Roboter hier betätigen, damit sie die Energiewellen loslassen. Aber ich frage mich ganz ehrlich, warum sollte man... wobei, wenn man das hier natürlich versaut, ne? Ja, aber man hat mehr als genug Zeit, ganz ehrlich. So, ich habe 6 Leben, deswegen muss ich nicht zu Günther Sphinx. Und jetzt gucken wir mal, ist da oben was? Ich sehe nichts, ne? Ich sehe nichts. Aber trotzdem. Warum fährt der Aufzug denn da rauf? Das könnte ja sein, dass da vielleicht eine versteckte Röhre ist oder so, die mich vielleicht sogar zum allerletzten Raum bringt. Sowas würde ich den Entwicklern durchaus zutrauen. Aber wie macht man denn das? Wie kann ich das Ding von hier oben treffen? Muss doch irgendwie gehen eigentlich. Ah, warte mal, ich habe eine ganz andere Idee jetzt. Stimmt. Ich weiß wie, glaube ich. So? Ah, oder auch nicht. Vielleicht noch ein bisschen näher an das Ding ran. Nein! Ich bin wirklich ganz sicher, da oben ist irgendwas. Und ich will jetzt wissen, was. Vielleicht ist es ja auch irgendein Easter Egg. Alter! Wie schmeißt man den Cappy so nach unten? Wieso geht denn das nicht bei mir? Ach, so war das? Mit Stampfattacke? Ach so. What the fuck? Ach, schütteln danach, oder wie? Sorry, wenn ich jetzt hier mich dumm anstelle und erstmal üben muss. Ja, anscheinend Stampfattacke und dann schütteln. Ja gut, super, ein Leben wieder hergeschenkt. Ne? Kann ich zurück zu Günther Fink? Das geht nicht, ne? Damn it. Am Ende ist da oben nur ein Herz, ne? Wie vorhin beim Mieswurz. Kann ja sein, man weiß es nicht. Mal gucken. Das geht bestimmt, das geht. 1000%.
muss ich noch irgendwas drücken, vielleicht nochmal schütteln, weil dann kann man ja nahegelegene Ziele anvisieren. Ja, so in etwa. Jesus, Alter. Seite. Wie soll man das machen? Moment. Noch eine andere Idee. Ja, wenn euch das nicht interessiert, könnt ihr auch vorspielen, ist kein Thema. Das Video wird so lange, wie es nur mal sein muss. Ich schneide nix. Leute. Warum visiert er das Ding denn eigentlich nicht an? Das ist mir ein Rätsel. Ja. Ich krieg's nicht hin. Ich weiß leider nicht, was da oben ist, aber ich bin mir sicher, dass da irgendwas ist. Wahrscheinlich ein Easter Egg. Ihr könnt's mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe alles probiert. Keine Ahnung, Alter, was die da wollen. Oh shit, oh shit, oh shit. So, wie war das jetzt hier? Darauf, ne? Genau, und dann? Was dann? Darüber. Scheiße. Scheiße! Mann, ich hatte es doch fast. Hier von hier nochmal. Oh, jetzt hatte ich's fast, ne? Crap. Irgendwie geht das. Mann, was bin ich denn jetzt so blöd dazu? Das hat vorhin so wunderbar geklappt, ne? Der Shit. Okay. Ach, und hier muss man sogar noch schnell sein. Oh, wow, wow, wow. Aber ich habe nur 3 Leben. Ich könnte theoretisch zurück zur Sphinx, aber will ich das? Moment. Das Loch bei der Sphinx ist geöffnet? Kann man das Königsherz nur einmal bekommen? Das will ich jetzt rausfinden. Oder ist es immer verfügbar? Es ist immer verfügbar. Okay, ja, cool. Cool, dann muss man wenigstens die Fragen nicht jedes Mal beantworten. Okay. Ist ja nice. So, jetzt hoffe ich aber, dass ich mich nicht verzettelt habe, ne? Weil zum einen muss der Segelmann da oben wieder spawnen. Ich hätte den umbringen sollen. Ah, okay, er ist schon weg. Und zum anderen müssen wir da raufkommen, ohne jetzt zu kassieren. Oder wir schaffen es halt endlich mal hier, diesem seltsamen Aufzug rauf. Ich stehe jetzt mal wirklich an der Kante, ne? An der absolut allerletzten Kante. Aber er will nicht. Er will nicht. Wenn man nicht so weit vorne stehen darf, vielleicht?
keine Ahnung. Ist egal. Dann lasse ich es mir von euch sagen, weil es gibt mit Sicherheit schon Spieler, die das bis zum Erbrechen versucht haben, darauf zu kommen. Und ich bin sicher, dass es auch irgendwie geht. Solche Easter Egg-Sucher gibt's viele. Ist halt schade, dass ich es alleine jetzt nicht schaffe, aber was soll's. Immerhin hat es sich gelohnt, das Königsherz zu holen. Schaut mal an. Jetzt sind wir hier mit 6 Leben. Und nicht vergessen, hier können wir ja tricksen. Also, na, was heißt tricksen? Wir nutzen halt den Skill des Segelmanders auch komplett aus, ne? Und wer will schon freiwillig mit Moskitos in Berührung kommen? Niemand. Was die alles für Krankheiten übertragen können, du. Da hatte ich ja in der Dominikanischen Republik während meines Urlaubs auch richtig Schiss, du. So, und es ist tatsächlich möglich, hier den Scheiß zu skippen. Also es war jetzt nicht wirklich schwer, ne? Oh, ich könnte sogar noch weiterfliegen, Alter. Was zum Teufel? Da vorne ist ein Bowser-Bild. Ach du Scheiße, gibt's noch einen Secret-Endboss-Fight? Nicht wahr, oder? Aber ich fliege jetzt trotzdem nicht weiter. Ich mache hier Halt und... Bullshit. Kann ich mich umentscheiden? Kann ich mich noch umentscheiden, bitte? Weil das sieht jetzt hier brutal aus. Was zum Geier? Oh, fuck. Ich sehe schon, was da auf mich zukommen wird. Ah, ja. Ah, ja. Es ist genau das gleiche Spiel wie vorher. Mit diesen Energiewellen. Wir dürfen sie aber nicht nutzen, wollte ich sagen. weil die... Ach nee, doch nicht. Ich dachte, die würden sich alle gegenseitig aktivieren, aber ist gar nicht so. Also zumindest nicht an der Stelle, wo ich ihn gerade getroffen habe. Ja, Bullshit. Okay, doch, es ist so. Es ist so. Ich habe alles falsch gemacht. Nein! Das habe ich befürchtet, dass genau das passieren wird. What? Okay, alright. Seems legit. Seems legit. Bin ich jetzt durch? Und dann habe ich es ja noch einigermaßen gut überstanden. Oh mein Gott. Nein! Ich wusste es. Ich wusste es. Wie weit geht der Scheiß? Oh my goodness. Da oben ist zwar noch ein Königsherz, wenn ich richtig gesehen habe, aber das kann mir egal sein, weil wenn ich da jetzt runterfalle, dann war es das. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Geht ja super los. Alter, ich habe einen 180er Puls. What the fuck? Kann ich mich da oben gleich dranhängen? Das verstehe ich jetzt nicht. Hier, kann ich mich da schon dranhängen? Ja! Oh, ich wollte schon heulen, dass ich da jetzt gleich runterfalle, weil ich dachte, dass man sich da nicht dranhängen kann. Ach, dann ist diese ganze Tortur quasi für das... Für das Königsherz? Oder wie ist das? Hä, ich hab doch hier ein Königsherz gesehen. Wo ist denn das? Scheiß drauf, wir sind durch.
Und das, obwohl ich in den Berg gepiekst habe, ne? Weil ich wollte eigentlich diese Planke erreichen. Und als ich gesehen habe, das schaffe ich nicht. Ich wollte schon losheulen, weil ich dachte, ich sterbe. Aber man kann sich auch in den Berg hämmern, wie geil. What? Was kommt denn jetzt bitte? Eine 2D-Sektion mit Donkey Kong? Okay, das finde ich zwar irgendwie geil, aber ich befürchte, dass es asozial schwer... Ja. Oh, was ist das? Jetzt wird das Level doch noch richtig übel. Alter. Die Steuerung ist auch voll beschissen. Muss man da jetzt rauf? Alter, die Steuerung ist so ein Dreck, aber ich mach das jetzt so. Nein! Mario, du Lappen! Muss ich ihn killen? Dann bitte tu das! Jetzt sofort! Ja! Er ist down! Haben wir es jetzt geschafft? Also zumindest zu diesem Bild? Ja! Ja, 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 ja! Oh shit! Oh shit! Ey, das Level ist schon ziemlich crazy, ne? Jetzt kommt bestimmt so ein Bossfight mit nur einem Leben oder so. Oder nee, warte mal. Das ist die Mario-Mütze. Kommt jetzt nochmal so eine Spezialsektion bei der Bowser-Flucht? Tatsächlich. Oh, scheiße. Tatsächlich. Verzeiht mir, wenn ich jetzt etwas leiser bin, aber ich muss mich konzentrieren. Alter, was? Hä? Nein! Oh, fuck. Flammenwurf, Flammenwurf. Oder was auch immer. Nee, doch nicht Flammenwurf. Flammenwurf ist zu langsam, es ist zu langsam. Scheiße, was ist das? Das ist total unfair. Junge, Junge, Junge. Was kommt denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Jetzt kommt der Kampf. Das war wohl nochmal so eine Vorbereitung oder sowas. Ey. Also ich habe zwar gesagt, das ist anscheinend nicht so schwer, ne? Aber ich nehme das eigentlich zu... Nee, warte, haben wir es geschafft? Steht da Thank You? Ja! Ich glaube, wir haben es geschafft! Im zweiten Versuch! Wie geil! Yes! Wobei, ich traue den Entwicklern nicht. Warten wir mal ab. Aber es steht zumindest schon mal Thank You da. Ey, Boys! Nichts zu danken, ne? Ihr habt ein großartiges Spiel zu erschaffen. Wir haben zu danken. Ah, nochmal zum Gucken. Thank you. Ich kann das nur zurückgeben, liebe Entwickler. Aber bitte, macht jetzt keinen Scheiß. Lass es das Ziel sein. Wir haben zumindest das Gebäude erreicht. Können nochmal gucken. Ist es das jetzt wirklich gewesen? Einer langen Reiseende? Ich muss gestehen, im Moment überwiegen ein bisschen mehr die Tränen als die Freude darüber, dieses Level jetzt geschafft zu haben. Wir beide haben es ganz schön weit gebracht. Denn... Oh. Da ist eine Pixel-Rosalina. Cool. Denn das... Nochmal mega viel Geld. Oh! YouTube-Money vom Dezember ist da. Nice. Gönnung. Wie viel ist denn das? Jetzt habe ich gar nicht geguckt. 1000 Münzen? Oder 500? Irgendwie sowas um den Dreh. Geil. Und da hinten ist die Odyssee, die jetzt den letzten Multimond und die letzten beiden Monde bekommen wird. Wir haben all diese verschiedenen Länder bereist. Ja, Cappy. Nun ja, klar haben wir dabei
die ein oder andere Breitseite erhalten. Kann man so sagen. Aber denk doch nur an die ganzen Kopfbedeckungen. Ja, die Kostüme waren wirklich alle toll. Und es war auch toll, mit dir diese Reise angehen zu dürfen, mein lieber Cappy. Oh, die Musik. Da kann man doch nur sentimental werden. Die letzten Meter nach oben zum letzten Multimond unter Sternenhimmel. Unsere Reise war wirklich einmalig, Mario. Vielen Dank. Es war mir eine Ehre dabei, deinen Kopf zu behüten. Ja, liebe Leute, und für mich war es eine Ehre, dieses Spiel für euch zu 100% zu let's playen. Es war mir ein Vergnügen. Danke, danke, danke. Wir haben ganz schön was erlebt mit Super Mario Odyssey. Aber auch die schönste Kopfbedeckung muss irgendwann mal wieder zurück in den Schrank. Unsere Reise endet. Wobei, ich glaube, ich... Was? Was? Du hast den Unsichtbarkeitshut erhalten. What? Was soll der Scheiß? Was... Hä? Okay. Als ob... Und die checken alle nicht, wer ich bin. Die sehen zwar den Schatten, aber die wissen nicht, wer ich bin. Ich bin's, Mario. Erkennt ihr mich denn nicht? Dabei rieche ich doch so krass nach Pasta. Warte mal, Pauline sieht mich? Als ob. Ja gut, sie war ja mit ihm zusammen. Sie kennt wohl noch seinen Geruch. Cappy sieht man aber. Oh, schön. Ich finde zwar diesen finalen Preis jetzt ein bisschen weird, aber okay, immerhin bekommt man irgendetwas. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es noch was gibt für die 999 Monde. Weil theoretisch müsste ja im Mondland noch was passieren. Da gibt es doch dieses eine ausgegraute Bild bei der Kirche. Und darauf wollte ich auch gerade nochmal hinaus, bevor ich diesen komischen Hüter gesehen habe. Ich denke, es wird noch einen Part Super Mario Odyssey geben. Denn ich werde mal gucken, was kann man noch so alles zeigen. Und ich werde auch einmal Bowser noch besiegen, damit wir das Spiel dann auch wirklich in den Credits abschließen. Aber in der heutigen Folge haben wir auf jeden Fall die letzte Aufgabe abgeschlossen. Wir besitzen alle 999 Monde. Und die letzte Aufgabe war zwar jetzt nicht so brutal schwer wie in anderen 3D-Marios, aber dafür schön lang, eigentlich auch recht fair, weil man hat ziemlich viele Herzen bekommen. Und es war nochmal so ein Best-of, ja, so ein Best-of aller Länder, aller Ideen, aller Verwandlungen. Und das fand ich schon eigentlich relativ gut umgesetzt. Sehr, sehr nice. Und wie ich sehe, ist das Segel der Odyssee jetzt wunderhübsch golden. Also so richtig Gold. Davor war es ja so, ja, Semigold, ne? Aber jetzt ist es pur Gold. Yeah! Oh! Ein neues Porträt von Bowser hängt im Hochzeitssaal. Wir haben, lass mich mal nachsehen, 999 Powermonde gesammelt. Holla, ist ja der Hammer. Das erinnert mich an was. Ich habe ja noch eine Überraschung für dich. Auf zum Pilzpalast. Oho, es gibt also doch noch einiges zu sehen. Ja, dann steht es fest. Es gibt noch eine letzte Folge Super Mario Odyssey. Ich hoffe auch, die guckt ihr euch noch an und erwartet sie mit Spannung. Aber definitiv schon mal danke bis hierhin. Wir haben alle Aufgaben geschafft. Es war ein hartes Stück Arbeit, aber pures Vergnügen. Bis bald
zur allerletzten Folge Super Mario Odyssey für Nintendo Switch. Ciao!